Ja, mein Name ist Nikolas Obermüller. Ich bin Professor an der Universitätsklinik Frankfurt. Ich bin als Oberarzt tätig und bin Internist und Nephrologe. Die Menschen kommen zu mir, wenn sie zum Beispiel Blut im Urin haben oder Eiweiß, und dann klärt der Nephrologe das im Prinzip ab. Aber sie kommen zum Beispiel auch, wenn sie hohen Blutdruck haben, den man nicht behandeln kann oder konventionell nicht behandeln kann, und vor allem auch bei Nierenerkrankungen, bei Diabetes und bei Rheumaerkrankungen, also bei vielen Erkrankungen, die auf die Niere gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere Nieren. Bis zu 300 Mal am Tag durchläuft die gesamte Blutmenge dieses Hochleistungsklärwerk des Körpers. Über 1 Million Nierenkörperchen pro Niere, Nephrone, filtern in einem gigantischen System von mikroskopischen Blutbahnen die Abfallstoffe aus dem Kreislauf. Über feinste Poren in den Gefäßwänden gelangen nur die Giftstoffe in die Harnwege und werden über den Urin aus dem Körper ausgeschieden. Das gereinigte Blut fließt wieder in den Blutkreislauf zurück. Ein Organ also für komplexe Stoffwechsel- und Reinigungsprozesse, die normalerweise zuverlässig funktionieren. Lebenslang, Tag für Tag, 24 Stunden. Die ADPKD, die autosomal dominant vererbte Nierenerkrankung, ist eine Erberkrankung, die diese normale Funktion der Niere beeinträchtigt, weil sie fortschreitet mit ihrer Zystenbildung und dann mit der Zeit sozusagen die Nierenfunktion immer mehr verringert. Es ist eine der häufigsten lebensbeeinträchtigenden Erbkrankheiten. Zysten bilden sich in den Nieren, flüssigkeitsgefüllte Bläschen, die hier nicht hingehören. Sie werden mehr und mehr und wachsen heran, zunächst oft über Jahre unbemerkt. Dabei vergrößern sich die Nieren um ein Vielfaches und drücken gegen die Bauchwand und andere Organe. Schlimmer noch, sie zerstören zunehmend auch das Nierengewebe und damit das lebensnotwendige Reinigungssystem, die Nephrone, bis es schließlich kollabiert. Also mit der Zeit werden eben immer weniger Giftstoffe, die im täglichen Alltag anfallen, ausgeschieden, das sogenannte Schmutzwasser. Und damit kommt es ja eben zu den Symptomen der Niereninsuffizienz, Gefäßverkalkung. Die Giftstoffe führen dazu, dass sich die Menschen schlechter fühlen, der Allgemeinzustand wird schlechter, die Knochen verändern sich, die Leistungsfähigkeit des Menschen, auch im Beruf, nimmt rapide ab und es wird auch mit der Zeit weniger Blut gebildet. Ein weiteres Symptom, das in Verbindung mit Zystennieren auftreten kann, ist bei rund 90% der Betroffenen ein erhöhter Blutdruck. Das belastet das Herz und die Blutgefäße und beschleunigt die Schädigung der Nieren. In der Niere oder im Harnleiter können sich Nierensteine bilden, verbunden mit heftigen Schmerzen. Meist kommt es zu einer chronischen Erkrankung der Niere, die stufenweise zum Verlust der Nierenfunktionen führt. Dieser Prozess ist nicht umkehrbar. Entzündete oder geplatzte Nieren- oder Leberzysten verursachen akute Schmerzen. Dazu kommt häufig eine Infektion des Urinaltrakts. Diese akuten Schmerzen treten vor allem im Unterleib und in den Flanken auf und können sich auch zu chronischen Schmerzen entwickeln. Die ADPKD ist eine Erbkrankheit. Das heißt, sie wird, wenn zum Beispiel ein Elternteil sie hat, zu 50% an die Nachkommen weitergegeben, egal ob Junge oder Mädchen. Und wenn man das weiß, ist es heute so, häufig hat jemand in der Familie schon vielleicht Angehörige, die die Erkrankung hatten, dann ist natürlich für diesen Patienten die Chance erhöht, dass er vielleicht auch ADPKD hat und man sollte dem dann nachgehen. Und was man auf jeden Fall machen kann, ist eine Ultraschalluntersuchung, um dort die Zysten, diese vielen Zysten, das ist ein klassisches Merkmal dieser Erkrankung, nachzuweisen und dann sozusagen daraus Konsequenzen zu ziehen. Also im Prinzip würde man immer erst mit der Ultraschalluntersuchung anfangen. Wenn man sich dort nicht sicher ist, kann man, weil zum Beispiel die Zystenerkrankung nicht so aggressiv ist, auch andere Verfahren nehmen, die genauer sind. Ein MRT, das hat keine Strahlenbelastung. Das kann auch schon sehr, sehr kleine Zysten entdecken. Und damit kann man die Erkrankung dingfest machen. Eine genetische Untersuchung kann man auch machen. Sie ist auch sinnvoll, wenn man zum Beispiel sagt, ein Angehöriger ist nicht betroffen. Und
er möchte seine Niere spenden, dann ist es gut, wenn man den Indexpatienten untersucht, was für eine Mutation er hat. Bei der ATPKD kommt es zu einer Keimbahnmutation. Insofern können auch andere Organe betroffen sein. Und wer ist betroffen? Die Leber hat häufig Zysten. Das macht aber in den meisten Fällen nichts. Die Leberfunktion bleibt stabil. Die ADPKD ist eine Erberkrankung, die nicht heilbar ist. Aber durch gezieltes, eigenverantwortliches Handeln, durch Information und gute Zusammenarbeit mit dem Nephrologen kann die Progression dieser Erkrankung sehr gut herausgezögert werden. Letztendlich führt diese Erkrankung am Ende zum endgültigen Nierenversagen, das heißt zur Dialysepflichtigkeit oder zur Notwendigkeit der Nierentransplantation. Dies geht über sehr, sehr viele Jahre erstmal schleichend, ohne dass der Patient viele Symptome hat. Vielleicht hat er hohen Blutdruck. Und am Ende geht es dann mehr oder weniger rapide abwärts. Das heißt, die Nierenfunktion nimmt in einem gewissen Zeitraum immer mehr ab. Und dann muss man Vorbereitungen für eine Dialyse treffen. Wenn man sie nicht macht, würde der Mensch sterben. Die einzige Überlebenschance bietet jetzt eine Nierenersatztherapie, beispielsweise eine Dialyse. Regelmäßig muss das gesamte Blut außerhalb des Körpers gefiltert und gereinigt werden. Alternativ kann das menschliche Bauchfell als Filter dienen. In beiden Fällen eine körperliche und zeitliche Belastung für die Betroffenen. Was die Pharmatherapie der ADPKD betrifft, da stehen wir noch am Anfang. Es gibt erste vielversprechende Hinweise, aber hier wird man auch erst in einigen Jahren sehen, inwiefern sie gut in der Lage sind, die Nierenfunktion zu stabilisieren oder beziehungsweise das Dialyse-Eintrittsalter nach hinten zu verschieben. Das ist das Entscheidende. Letztlich ist die Transplantation einer Spenderniere die einzige Möglichkeit, eine gute Nierenfunktion wiederherzustellen. Aus Platzgründen müssen dabei oftmals eine oder beide Zystennieren entfernt werden. In der Regel genügt sogar nur eine funktionierende Spenderniere, um die fantastische Filterleistung der riesigen Flüssigkeitsmenge wieder zu gewährleisten. Die Nierentransplantation ist natürlich eine Option, die man jedem, der an die Dialyse kommt, mit ATPKD anbietet. Das ist klar und diese Patienten können auch gut transplantiert werden, das muss man klar sagen. Und auch wenn die Erbkrankheit ADPKD dann trotzdem noch da ist, so wird den Betroffenen auf diesem Weg ein hohes Maß an Lebensqualität geschenkt. Also was man zur Prognose sagen muss, ist, man sollte früh die Diagnose haben, damit man auch früh etwas tun kann. Es betrifft die Lebensweise, gesunde Ernährung, Sport und diese ganzen Dinge. Weil wenn man früh anfängt, kann man über viele, möglicherweise Jahrzehnte, die Dialyse hinausschieben, wenn man sein Leben gut im Griff hat. Gerade der Bluthochdruck ist ganz wichtig zu therapieren, das weiß man aus den letzten 20, 30 Jahren. Damit kann man sicherlich was tun und die Niereninsuffizienz etwas herauszögern. Also je früher, desto besser gilt gerade bei der ADPKD. Wenn ein Patient die Diagnose ADPKD bekommen hat, dann leidet natürlich auch seine Psyche. Was ihm aber helfen kann, ist die Vernetzung mit anderen Patienten, die auch diese Erkrankung haben, oder Selbsthilfegruppen, die ihm hier helfen können durch regelmäßige Information. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.